So, und willkommen zurück. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Part 61. Das ist doch alles nur Gerede. Man darf halt nicht alles glauben, was man. So, jetzt will ich erstmal gucken. Ich würde gerne erst geradeaus gehen, hier unten in diese, da in die rechte untere Schürfstelle. Das ist doch schon. Ups. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wollte ich nicht. Kohle habe ich eigentlich genug. Stärke 93. Hey! Zeit! Paladin-Schwert, das ist alles Müll für mich. Obwohl Eisblock vielleicht gar nicht mal schlecht ist. Dafür kriegst du von mir die Ork-Äxte. Zweihandwaffe, 120, 100 ist natürlich nice, aber 120 Stärke, da kann ich auch gleich hoffen, den Orkschlechter irgendwann zu kriegen. Jo! Super, ich suche jetzt die Schürfstellen auf in der Magierrobe. Und zwar versuche ich da den Weg zu gehen, der am wenigsten Orks nimmt, dann kann man sich nämlich hier so ein bisschen durchsneaken. Und zwar muss ich hier lang. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo was? So, will ich mal speichern. Kleines Lager, das hat dem nicht so gefallen. So, hier oben sind Orks, aber wir können uns hier links an denen entlang schleichen. Oder sind hier keine? Warte mal, ich versuche mal zu gucken, vielleicht. Da kommt her, ihr Schamanen. So, du kommst mal her. So, dann mache ich mich noch mal heile. Oh, hallo, Hoshpak. Oh, du gehst mir auf den Sack, ey. So, Hoshpak, jetzt sind wir alleine. Dann sieht das nämlich schon mal ganz anders aus mit dir. So. Nichts zu holen. Guckt euch das an. 6 von 614. Warte mal, habe ich nicht hier irgendwo noch einen Blutfliegenstachel rumfliegen? Boah, das war so knapp. Das war so knapp. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also ich mache hier manchmal schon echt knappe Dinge, aber das war echt... Wow.
Das ist mir sogar eine reine Lebensenergie wert. Oh, übel. Aber dafür war's das. Kann man hier rein? Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay. Wir hätten auch hier unten durchgehen können. Das ist auch kein Problem gewesen. Wir hätten uns nämlich da unten nicht wirklich gesehen. Ich glaube, wir können uns auch hier oben irgendwie durch... Also da unten geht's weiter zur Stelle, ja. Hallo, ich würde gerne hier hoch. Okay, dann halt nicht. So ein Arsch. Da liegt jemand. Ich würde mal sagen, die Wölfchen haben ihren... Nichts zu holen. Jo. Hier liegt eine Rune. Was ist das für eine? Angst. Kreis 3. Olaf. So, der hat hier wohl Schutz gesucht und ist von den Wölfen überrascht worden. Naja, irgendwas wird den schon geklatscht haben, armer Kerl. Jo. Ich versuche mal hier hochzukommen. Normalerweise kann man da hoch. Warte mal, hier müsste auch irgendwo eine Schiffstelle sein. So, das bedeutet, wir müssen hier links und rechts lang. Gehe ich erstmal hier links lang. Komm mal her. So, die Frage ist, wo? Hier runter. Auch ein paar Wölfchen. Gucci, Gucci, Gu. Na, kommt her. Na, komm her, Wolf. Kurzer Prozess. So, hier lag noch eine Spruchrolle, die hätte ich gerne. Ich könnte eigentlich meine ganzen Feuerfallspruchrollen mal verkaufen, obwohl habe ich ja schon. Ah, Snapper. Ihr macht den... Also ihr haltet weniger aus als die komischen Wölfe. Das macht mich irgendwie so ein bisschen stutzig. Aber da gibt es auch gleich noch eine Quest zu. Ja, hier liegen noch...
Dunkelpilze und so ein Kram rum. Da ist schon mal die erste Schürfstelle. Leider machen die nichts kostenlos für uns. Wir müssen für jeden eine Aufgabe machen. Gut, glitzernde Kisten, okay. Hey, wo kommst du her? Bist du aus der Burg gekommen? Ja, ich komme aus der Burg. Warum? Wie ist denn die Lage dort? Nicht besser als hier. Die Orks sind noch da, wenn du das meinst. Verdammt. Nirgends ist man hier sicher. Ich sag dir was. Wenn ich nicht so viel Schiss hätte, würde ich einfach abhauen. Was machst du hier eigentlich? Ich bin hier das Mädchen für alles. Sachen durch die Gegend schleppen, Snapper beobachten, Billgott hier, Billgott da. Wäre ich bloß zu Hause bei meiner Alten geblieben. Da war es zwar auch nicht anders, aber wenigstens gab es da ordentlich zu essen. Und nun bin ich der schäbige Rest von Waffenknechten, die Feier zugeteilt wird. Konnte ja nicht wissen, dass es eine Expedition ohne Rückkehr wird. Mein Kumpel Olaf hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, vielleicht hat er es ja geschafft. Ich habe Olaf gefunden. Und wo treibt er sich rum? Er ist tot. Die Wölfe haben ihn gefressen. Oh, die Wölfe haben ihn gefressen. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens hier rauszukommen. Geil. Das sind alles Sträflinge, das ist okay. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Ehrwürdiger Magier, deine Anwesenheit gibt mir und meinen Männern Zuversicht. Doch wäre es für uns hilfreich, wenn du deine dir von Innos verliehene Kraft für uns einsetzen könntest. Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Doch, der hat schön gefragt, ja. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Billgott? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. Na gut. Ja, wenn wir Dingsbums gewesen wären, hätte er, wenn wir jetzt hier Milizfatzke gewesen wären, hätte er uns gesagt, hier so und so sieht's aus, Junge. Machen wir nicht. Und ja, wenn wir Söldner gewesen sind, hätte er uns so ein bisschen gedroht, du willst Informationen, kriegst du nur dann, du dreckiger Söldner, wenn du Dingsbums mir was machst. Und als Magier ist er wenigstens einigermaßen freundlich zu uns, weil er genau weiß, wo sein Platz ist, unter uns nämlich. Aber wenn wir ihm helfen, kriegen wir wenigstens noch ein paar XP und es spawnen ein paar Snapper. Jo, dann können wir nämlich die Snapper platt machen. Jo, ich glaube, wir haben ja die unten schon besiegt und die sind drei Stück, sind hier oben welche und also hier unten sind welche, da hinten, da unten an der Kreuzung und ganz unten am Sumpf. Die haben wir ja schon besiegt. Da werde ich euch gleich mal zeigen, wenn wir, da wir nämlich die Quest aufgenommen haben.
beziehungsweise angenommen, nicht aufgenommen, haben wir ein paar neue getriggert. Das bedeutet, da müssten jetzt gleich wieder welche sein. Und jo. Wie lange geht die Aufnahme? 15 Minuten, das geht noch. Ja, wie gesagt, ich hätte das Meme-Teil nicht anfangen dürfen. Ich hätte das gestern eigentlich komplett durchziehen können. Ich hatte so richtig Bock drauf. Na, da ist wieder einer gekommen durch die Quest. Hier nicht, okay. Na gut, dann ist es halt nur einer. Ich hab gedacht, es wären mehr. Aber naja. XP sind XP, ne? Kriegen ganz schön viele Feuerwurzeln. Oh, ich wünsche mir, wir würden so viele Kronstöcke kriegen. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit! Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Bei Snappern heult ihr rum? Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garand aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garand mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Mhm. Sagt ihr was, wenn ich an die Truhe gehe? Ich speichere mal lieber ab. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Ja, super. Nee, ich sage nichts. Okay, wunderbar. Hier hast du dich also versteckt. Weißt du, wo Diego steckt? Diego? Er war bei Silvestros Schürfern dabei, aber er hat sich abgesetzt. Ich sah ihn mit 2 Rittern und einer Kiste gar nicht weit von hier. Du kannst doch von hier den alten Wachturm sehen. Geh dorthin und dann in Richtung Burg. Rechter Hand führt ein Pfad zwischen den Felsen entlang. Dorthin sind sie gegangen. Okay. Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Kannst du mir das beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du den Biestern die Krallen rausziehst, wenn sie tot sind. Zeig mir, wie ich krallen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay, das hatten wir schon. Inos sei mit dir. Bringst du Nachrichten aus der Burg? Kommt bald Verstärkung? Ich bin nicht hier, um Nachricht zu bringen, sondern um welche abzuholen. Dann sprich mit Fayet. Er hat hier das Kommando. Aber wenn du Neuigkeiten aus der Burg hast, dann lass es mich wissen. Wegen der Neuigkeiten? Ja. Wie ist die Situation in der Burg? Die Orks halten ihre Belagerung aufrecht. Und sie ist nach wie vor den Angriffen der Drachen ausgeliefert. Verdammt. Hoffentlich werden die Jungs durchhalten. Pass auf. In der Burg sitzt ein Freund von mir. Er heißt Uda. Wir kennen uns schon sehr lange und haben manche Schlacht Seite an Seite geschlagen. Ich möchte, dass du ihm diesen Ring bringst. Er soll ihn für mich aufbewahren. Sag ihm, ich werde ihn abholen, wenn ich wieder zurück bin. Kein Problem. Wenn ich in die Burg komme, gebe ich den Ring Uda. Gut. Die Magie des Ringes wird Uda neue Kraft schenken. Und sag ihm, dass ich ihn mir wieder abholen werde. Ja, die werden hier sowieso alle sterben. Sorry dafür, für den Spoiler. Wenn man wirklich alles in allem nimmt. Hey. Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Oder Warane oder die Orks. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Okay. Den lassen wir mal in Ruhe, sonst wird der nämlich hier bekloppt.
Jo, wenn wir wirklich XP wie alles abstauben möchten, könnten wir die eigentlich alle besiegen. Weil die werden sowieso im nächsten Part. Nicht nächsten Part, sondern die werden sowieso bald hier alle sterben. Richtung Alter Turm. Gehen wir einfach mal in diese Richtung. Yay, Flügel, super. Würde sagen, die Ritter hat es ziemlich mitgenommen. Hier sind nämlich schon zwei, die zeigen uns, wohin der Diego gegangen ist. Wir wissen ja, dass der Diego sich abgesetzt hat. Hallo Wolf. Tschüss Wolf. Haha, den kennt ihr doch. Ich dachte, du wärst tot. Ja. War ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Ich liebe Diego. Der aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab da noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Da hast du recht. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Oha. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. So geil, der Typ. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Der kann mir richtig Stärke, Geschick... Oh, das ist teuer. Ich will mich erstmal hier umgucken, ob er hier noch irgendwas liegen hat. So, den müssen wir jetzt irgendwo hinbringen. Wir können nämlich zusammengehen, gibt nämlich noch ein paar EP. Lass uns zum Pass.
Geh du voran, aber lass dir nicht einfallen, zu nahe an die Burg oder den Orkwald zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Komm mit. Alles klar. Gut, ich muss nur gucken, wo ich lang gehe. In kein befestigtes Lager. Auch nicht in die Nähe der Burg. Also rechts hier. Ach, ich kann das noch nicht zeigen. Rechts ist ja der Wall, wo das Meer ist. An die Kreuze dürfen wir nicht dran und in die Mitte der Burg dürfen wir nicht hin. Wir könnten über den Teich hier links. Über den Wald. Ich guck einfach mal. Der wird schon meckern, wenn wir zu nah an irgendwas dran sind. Also hier nicht hin. Das ist jetzt die Frage, wo will ich mit dem Diego lang? Nee, ich würde da gerne woanders da lang. Ich glaube, da meckert er nämlich auch rum. Ich glaube, wir müssen ganz nah an das Wasser. Da müssen wir wirklich den langen Weg gehen. Diego ist mit seinem Bogen richtig gut. Er ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Du kommst schön brav mit. Gut. Also da oben geht er nicht lang. Da geht es nämlich zu nah Drache. Ich hoffe, der kommt hier mit und holt nicht herum. Nicht zu nah an die Burg und nicht zu nah an den Orkwall. Mit. Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah. Okay, dann will ich mal was gucken, ob er das hier macht. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Ach man, Diego, ey. Ist ja echt wie ein. Du stellst dich an, als hättest du deine Tage, ey. Muss ich einen anderen Weg suchen? Muss ich wirklich den langen Weg gehen oder was? Bis du deinen Arsch bewegst.
Muss ich mal überlegen, wo der Diego überhaupt lang geht. Das ist nämlich bei dem gar nicht so einfach. Wenn der nämlich noch ein-, zweimal meckert, dann ist die Quest nämlich von Arsch, dann haut er nämlich ab. So, hier können wir nicht lang, dann müssen wir einfach diesen Weg gehen. Ich darf nämlich den ganzen Scheiß hier nicht tragen. Die Rüstung von Dingsbums. Also mit Diego ist das hier echt easy. Du kannst hier auch mal ein bisschen aufräumen. Aber es kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Es ist nämlich möglich, dass der nämlich auch stirbt. Dem geht's gut. Nichts zu wollen. Da hinten geht er auch nicht wirklich lang, weil da ist nämlich auch so eine unheilige Stätte. Na, dann kommt mal her. Zwei Orks sind ja kein Problem. Jo. Hier, nimm den Heiltrank. Du brauchst noch einen, jo. Hier, nimm den Heiltrank. So, Kannst du mir... Klar. Ich kann dir nichts... Dann lege ich das mal auf Geschicklichkeit. Du hast schon etwas. Danke. Ah, Diego ist ganz cool, was das angeht. Ein bisschen Geschick können wir machen. So, hier. Geradeaus will er nicht. Das bedeutet, wir müssen uns hier rechts halten. Ein Mist, viel weniger. Also müssen wir hier lang gehen. Müssen wir
gucken, ob wir hier lang wollen. Ja, das sind ja jetzt nur Goblins. Ein Mist, viel weniger. Ein Mist, viel. Ja, ist ja gut, Diego. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich hier alles abgrasen. Ein Mistvieh weniger. Na, die Blutfliegen gehen mir auf den Sack. Heilwurzel. Das ist nicht verschlossen, super. Jo, drei Orks ist nicht so. Jo. Wir kriegen Dresche und. Oh, ich find's genial, mit Jo hier rumzulaufen. Da ist nichts zu holen. Aber. Drei Orks ist schon natürlich eine Hausnummer. Auch ein XP, das sind ja 900. Ja, wir kriegen bald ein Level up. Super. Ja, Diego, der Mentor aus dem ersten Teil. Da müssen wir auch später hin. Die Frage ist, wie kommen wir hier runter, ohne dass der Diego... Weil ich glaube nicht, dass der Diego hier runterspringt. Jetzt bist du dran. Na, kommt her. Das war's für dich, Penner. Na komm, ist egal, das machen wir später. Ich will den Diego erstmal jetzt heimbringen. Ein Mist, viel weniger. Ich bin der Einzige, der einen Damage macht. Oh, sorry, zum Glück ist er mir nicht direkt sauer. Hier, nimm den Heiltrank. So, dann kommen wir mit, Diego. Ist die Frage, willst du hier lang? Wahrscheinlich nicht. Ah, lass mich raten, wir müssen den ganzen langen Weg gehen. Das ist so nervig mit Diego manchmal. Auf der anderen Seite, der ist ziemlich cool, also... Wenn wir jetzt nicht das Add-on gemacht hätten. Warte mal, lass mich kurz auf der Karte gucken. Jo, wir müssten eigentlich... Ja, dahin will er nicht. Dann müssen wir da lang. Aber die Frage ist, ob er hier lang möchte. Da muss ich abspeichern, weil ich glaube, wenn er noch einmal meckert, haut er ab. Dunkelpilze haben wir echt genug. Sollten wir mal langsam spachteln. Auf der anderen... Ja, doch, dann kann ich nämlich die Lernpunkte woanders da einsetzen.
Ein Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Naja. Da ist nichts zu holen. Da müssen wir noch in die Hütte rein. Warte! Na dann komm mit! Mensch! Da ist nichts zu plündern. Ja, dann komm doch mit, Diego. Was ist an nicht zu nah? Okay, da muss ich doch den langen Weg gehen. Ach, Diego, du bist echt ein Mimöschen. Da ist nichts zu holen. Müssen wir doch hier hin. Na gut, dann ist das halt so. Hier sind noch ein paar Herumtreiber. Warum die uns angreifen, weiß ich nicht. Also in diesem... auf dieser Seite... Ich mach dich fertig. Aber warum? Das war's für dich. Das war's für dich, Penner. Hast du nicht mal Gold dabei? Hast du nicht mal Gold dabei? Oh, genial. Das ist wunderschön. Aber hier ist Gold drin. Ja, wir kommen als reicher Mann wieder. So, jetzt müssen wir gucken, wo lang wir laufen. Ja, da gibt es ja dann nichts anderes. Also... wenn er da nicht lang will, zur Palisaden will er nicht lang, zur Hütte, dann müssen wir diesen Waldweg gehen. Jo, Diego regelt. So, jetzt müssen wir hier über die Brücke. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wo wir ein bisschen... na, das wäre eine Option. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Steckt so an, Leute. Es steckt wirklich an. Komm her, Diego.
So, dann können wir nämlich... Gibt's hier irgendwas? Oh, hier gibt's ein Bett. Super. Ein leichter Fisch. Dann komm mal mit. Ein Mist, viel weniger. Schwimmt er durch das Wasser? Ja, der kommt mit, super. Mich noch mal heile, dann haben wir nämlich den Diego fast fertig. Er hat uns gut geholfen, das muss man sagen. Dann müssen wir uns nämlich auf dem Weg zur zweiten Schiffstelle später machen. Wir haben zwar jetzt die Information, aber wir müssen, würde gerne trotzdem noch mal schauen. Snapper ist weg. Ich meine, ich hätte den hier gelassen. Ach ja, der Diego. Cooler Typ. Ich mag den. Du weißt, wie es läuft. Nimm, was du kriegen kannst und lass es dir nicht wieder abnehmen. Na, so ein kleiner Gauner ist das. Aber er hat das Herz am rechten Fleck, muss man sagen. Du kommst mit? Super. Ich gebe das ein paar XP. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Alles klar, super. Ich würde mich in die Burg teleporten. Ja, super. Kein Mana übrig dafür. Dann würde ich mich auch mal speichern und mal was essen. So. Also dann hier, Leute. Macht's gut. Ciao.